Ein kleiner Lichtblick für den Tag. Dienstag, 31. Dezember. Das Wort zum Tag steht heute in 1. Könige 16, Vers 25, nach der Hoffnung für alle. Auch Omri tat, was der Herr verabscheute. Er trieb es schlimmer als alle seine Vorgänger. Das hört sich ja nicht wie ein schmeichelhafter Nachruf an. Der König Omri, er regierte von 885 bis 874 vor Christus, kommt in dieser Beurteilung überhaupt nicht gut weg. Solche Beurteilungen finden sich regelmäßig am Ende der Geschichte jedes israelischen und jüdischen Herrschers im Buch der Könige. Insgesamt 16 kurze Verse beschäftigen sich in der gesamten Bibel mit Omri. Viel Gutes ist nicht dabei. Wenn man allerdings anfängt, in außerbiblischer Literatur nach Omri zu suchen, dann taucht sein Name überraschenderweise relativ häufig auf. Eine Inschrift auf der bekannten Mescha-Stele, dem Moabiterstein aus dem Jahr 840 vor Christus, berichtet: Omri war König über Israel und bedrängte Moab viele Tage. Der schwarze Obelisk, ein Gedenkstein aus der Zeit des neuassyrischen Königs Salmanassar aus dem Jahr 827 vor Christus, beschreibt in Text und Bild, wie Jehu, der Sohn Omris, dem assyrischen König Tribut zahlte. Ein Jahrhundert später wurde der assyrische König Sargon II., er lebte 722 bis 705 vor Christus, in zwei verschiedenen Inschriften mit dem Titel Eroberer Samariens und des gesamten Landes des Hauses Omris genannt. Das bedeutet, dass das Volk Israel für mehr als 150 Jahre mit dem Namen Omri in Verbindung gebracht wurde. Innen- und außenpolitisch muss er also einiges geleistet haben, um zu solch einem Status zu gelangen, der nur wenigen Königen von Israel und Juda in der altorientalischen Geschichtsschreibung zuteil geworden ist. Ganz anders liest es sich in der Bibel. Das rückt unsere Kriterien für ein erfolgreich gelebtes Leben auf dramatische Weise zurecht. Während Omri es anscheinend zu einer historisch wichtigen Persönlichkeit brachte, und das sogar auf internationaler Ebene, liest sich sein biblischer Nachruf eher bedrückend. Omri tat, was der Herr verabscheute. Er trieb es schlimmer als alle seine Vorgänger. Die letzten Tage eines Jahres eignen sich gut dafür, eine Art Zwischenbilanz unseres Lebens zu ziehen. Was sind unsere Ziele und Prioritäten? Wonach streben wir auf dieser Welt? Ist es Erfolg und Status oder sind es Werte, die auch Ewigkeitsbestand haben? Ich wünsche mir und dir, dass es unser lebendiges Verhältnis zu Gott ist, das uns zutreffend beschreibt und uns mit Zuversicht an der Schwelle zu einem neuen Jahr erfüllt. Martin Klingbeil.